Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks. Schon wieder eine richtig gute Runde. Diesmal Top Tier, Tiger 1. Auch gerade noch gebufft wurde. Ich bin nicht ganz sicher, ob der Tiger 1 gebufft wurde. Auf jeden Fall wurde der Tiger 2 gebufft mit und der E75 mit mehr Panzerung auf dem Turm. Wodurch die Linie eigentlich relativ attraktiv geworden ist. Ne? So ein Tiger 2 mit mehr Panzerung, dass man einiges mit bounced, ist schon sehr nett, da die Dinger ja richtig starke Kanonen haben. Also vor allem von der Genauigkeit und DPM her sind die sehr, sehr weit oben auf den Heavys mit dabei. Achtung, gleich wird's allerdings haben sie ja häufig nicht ganz so einen krassen Alpha-Schaden. So, und jetzt hier auf der Karte, wie heißt sie eigentlich, Minen. Ich mag die Mitte nicht. Ich mag diese Keilerei in der Mitte nicht, deswegen gehe ich eigentlich fast immer nach rechts. Besonders, wenn das hier ein Begegnungsgefecht ist mit dem Punkt dort auf der rechten Seite. Das heißt, normalerweise versuche ich dann außenrum zu fahren, weil wie gesagt, ich habe hier einen sehr genauen Panzer, dann könnte ich irgendwie versuchen reinzusnipen. Unser Team versucht die Mitte einzunehmen. Alles fein, ich finde die Mitte gar nicht so notwendig, weil immer wenn du irgendwo rausguckst, bist du normalerweise so exposed, wenn das Team aufpasst, dass du dir auch mindestens eine fängst. Deswegen finde ich auf Minen die Mitte zu halten gar nicht mehr so stark, aber das liegt vielleicht daran, dass häufig die nicht ganz so schlauen Leute von oben versuchen runterzuschießen. Jedenfalls denke ich mir, nicht außen rumfahren, weil da fährt ein IS lang und ich finde es wichtig, dass hier in der Mitte ein starker Heavy steht, der eine Weile überlebt oder ein Medium, der einiges bouncen kann. Und deswegen fahre ich hier hin und versuche hier halt die Mitte zu halten und möglichst nicht direkt drauf zu gehen. Aber wir sehen hier einen 5er Medium gegen uns und einen 5er Panzerjäger. Der 5er Panzerjäger hat im Prinzip keine Mobilität und keinen Alpha-Schaden. Und riesige Weakspots, da können wir einfach da drauf schießen, würde ich behaupten. Also warum nicht? Beziehungsweise kommen wir durch die untere Bodenplatte sogar einfach direkt durch. Als 7er Heavy Tank mit, wie viel Durchschlag haben wir eigentlich mit der Kanone? Mit 203 Durchschlag. Ja, hier ging es minimal drüber, aber ihr seht schon, die Genauigkeit der Kanone ist bemerkenswert. Und wir haben aus irgendeinem Grund einen T-34-85, der mit HE auf uns schießt. Ich weiß nicht, was das soll, aber er schießt mit HE auf uns. Der hat eine ultra kleine Kanone, das Ding. Also vom Durchmesser der Kugel. Und schießt aus irgendeinem Grund HE auf uns. Und jetzt dachte ich mir so, ja hier IS, AL, T1 Heavy und noch einen Panzerwagen dazwischen. Das habe ich doch hier oben jetzt locker gewonnen. Ne? Ein 7er, ein 6er und ein 5er Heavy Tank und noch ein Medium dazu, das haben wir doch gewonnen. Denn währenddessen sieht es in der Mitte ganz und gar nicht so aus, als hätten wir das easy gewonnen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss zurückfahren, um irgendwie unsere Basis zu verteidigen, beziehungsweise unsere Mitte dann zu übernehmen zu halten. Versuche hier noch, ob ich irgendwie da drauf snipen kann, aber da steht mir leider ein Hügelchen im Weg. Den kriege ich nicht rein. Also, nicht hier rumstehen, nicht hier rumgammeln, weiterfahren. Richtung Mitte. Wir gucken mal, dass wir in der Mitte irgendwie, ja, das mindestens halten können, wenn nicht sogar übernehmen können, weil wir haben noch im Prinzip unsere vollen HP durch den einen HE-Schuss mit 38 Schaden. Oben sieht immer noch alles fein aus am Capture Point. Wobei das hier in der Mitte schon nicht mehr ganz so geklüngelt aussieht. So, der P43 hat mir gezeigt, dass dort eine Durchschussmöglichkeit ist, was natürlich sehr nett ist von ihm. Denn wenn du eine Durchschussmöglichkeit hast, kann ich natürlich auch zurückschießen. Hallo P43. Tschüss P43. Wie gesagt, die Genauigkeit der Kanone ist legendär. Und hätte der noch ein bisschen länger gestanden, hätte ich ihm dort direkt eine mitgegeben, dem IS. Der OI ist inzwischen umgedreht nach oben gefahren, wahrscheinlich der Tiger 1 auch. Was ein bisschen gemein ist, weil damit unser Panzer 4 wegfährt und unsere AL auch schon gestorben ist. Also ich weiß nicht genau woran, aber ja, jetzt taucht es oben auf. Jetzt sind alle gegnerischen Heavys hochgefahren. 3 von 4, Entschuldigung. Gegnerischen Heavys hochgefahren. In der Mitte wird rumgedrückt aus irgendeinem Grund. Stehe ich nicht ganz. Und jetzt gucke ich mir, dass ich nicht unbedingt einen IS-Schuss noch fange, weil der hat normalerweise relativ viel Alpha-Schaden. Das muss nicht sein. Ich weiß nicht, was unser Panzerjäger hier machen will. Normalerweise Kinderchen nicht so rausfahren, ne? Wenn der ein bisschen schlau ist, der IS, guckt der rum und gibt mir eine. Immer, wo ich das mache. Aber der ist irgendwie voll im Tunnel und ich kann halt entspannt auf seine Cupola schießen, die auf der falschen Seite ist. Währenddessen an unserem Capture-Punkt fallen sie wie Fliegen. Das heißt für mich und unser Mate hier damit ist auch noch mitgestorben, weil er wie gesagt für mich unnötigerweise mit vorgefahren ist aus irgendeinem Grund. Die suchen das Y
hat ihn weggemacht. Diesem Freund werden wir noch ein bisschen begegnen. Da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, dass er nochmal wiederkommt. Ja, jetzt haben wir das Problem. IS tot, alles tot hier oben, was uns aufmachen, was uns helfen könnte, Sachen aufzuwachen. Und ich stehe hier oben. Aber wir geben erstmal den Tiger einen mit. Ja, der ist eine der größeren Bedrohungen, oder die größte Bedrohung, weil der IS ist ja tot. Ein einzige verbliebene gegnerische 7er Heavy. Er hat zum Glück deutlich weniger HP als ich. Das heißt, ich muss hier meine Leap of Fate nehmen und hier runterfahren. Denn es wird langsam schwierig mit der Zeit. Ich kann nicht nochmal komplett außen rumfahren. Deswegen gucke ich mal. Den Skorpion habe ich nicht gesehen. Aber ich weiß nicht genau, warum der. Erstens hat der Tiger verfehlt. Und zweitens hat der Skorpion noch nur so wenig Damage gemacht. Das verstehe ich nicht ganz. Ist der Tiger dort rausgefahren, dass er einfach wieder stehen bleibt, wenn er geschossen hat? Verstehe ich nicht. Muss er doch gesehen haben. Der hat sogar einen durchschlagenden Hit gemacht. Damit ist der AT2 auch raus. Jetzt haben wir noch einen Skorpion. Keine Ahnung, was der da gerade tut. Der guckt mir auf jeden Fall nicht an aus irgendeinem Grund. Der guckt weg von mir. Der will seinen Tod nicht ins Auge blicken. War aber auch ein High Roll mit 322, ja. War ein bisschen Glück gehabt. Aber jetzt haben wir hier oben aufgeräumt. Ja. Gibt es noch zwei Mediums und zwei Panzerjäger im Gegnerteam. Gucken wir mal, wo wir die finden. Jetzt habe ich die Su-100Y. Die haben wir gerade hinter uns gefunden. Die hat wieder einen von unseren Friends rausgenommen, was ganz schön frech ist. Aber ich weiß, dass sie relativ langsam nachlädt. Deswegen will ich eigentlich unbedingt noch einen Schuss drücken, mich hinten im Haus verstecken. Und da sie gefahren ist, soll sie auch nicht so gut treffen können. Das ist ja immer noch ein Russe. So, jetzt verstecken wir uns hier ein bisschen hinter dem Haus. Wir warten fieserweise, bis sie schießt. Wir hoffen, dass unsere Leute sich so hinstellen, dass sie dann verschießt und wollten ihr hier den Rest geben. Er ist leider drüber gegangen. Pech gehabt. War nicht drin. Na gut, dann. Das ist jetzt nicht so eine direkte Gefahr, vor allem da die One-Shot ist, wird sie wahrscheinlich nicht mehr rumgucken. Gucken wir mal, was hier der T-67 macht. Ich meine, der ist auch eine absolute Katastrophe für uns, wenn er dort stehen bleiben würde, weil er könnte uns ganz gut resetten. Der hat ganz gut Durchschlag, der kommt auch mal durch. Und da ist unser HE-Freund übrigens, den ich erstmal links liegen lasse. Und hier die Genauigkeit der Kanone und ein bisschen Luck auch in der Fahrt, diese letzte Ritzeltreffe. Ich weiß nicht, warum er hier jetzt vorkommt, guckt. Er hat sich die ganze Zeit nichts getraut, schießt mit HE auf einen Tiger, was ihm im Prinzip null Schaden macht. Versucht sich hinter einem verschießbaren Haus zu verstecken. Und jetzt versucht sich hier hinter einem Holzhaufen zu verstecken. Ich glaube, der Junge weiß noch nicht so richtig, oder ist relativ neu in World of Tanks, der weiß nicht so richtig, wie man World of Tanks spielt. Beziehungsweise, wohinter man sich verstecken kann und wohinter nicht. Dass man durch den Holzhaufen durchschießen kann, muss man halt einfach wissen, dass das keine echte Deckung ist. Also, Jungs, ne, alles, was ihr platt fahren könnt, kann auch meistens durchschossen werden. Oder zumindest weggeschossen. Das hilft doch nicht so wahnsinnig viel. So, jetzt kommt hier nur die Su-100Y übrig. Jetzt kommt also, der hat noch einen von uns rausgenommen, jetzt kommt der Chase auf die Su-100Y. So, jetzt wollen wir die natürlich erwischen. Die war gerade oben. Ich will nicht offensichtlicherweise hintenrum hochfahren. Ich dachte, das wäre Quatsch. Deswegen, rum. Fahren wir mal ein bisschen über die Karte, um die versuchen, die Su-100Y einzukreisen. Hier oben ist er nicht, das habe ich gerade aufgedeckt, die ist irgendwo zurückgefahren. Also Steier, da keine Sorge. Deswegen fahren wir jetzt hier möglichst von hinten ran, um die zu überraschen, zu erwischen. Ich meine, wir können auch, glaube ich, noch einen Schuss nehmen und sie dann töten. Aber da ist sie verunfallt. Und damit war es vorbei. Ja, 3000 Schaden. Ein Krieger, ich glaube ein Großkaliber auch noch, kaum Schaden bekommen, also wenig Schaden bekommen, beziehungsweise die Hälfte unserer HP reingetradet für den Win. Das ist ordentlich gelaufen. Der Tiger fühlt sich einfach super stark als Heidtier an, in einem 7er Gefecht. Wenn es darum geht, gegen größere Panzer anzutreten, finde ich allerdings nicht mehr so stark, einfach durch die Tatsache, dass er keine Panzerung hat. Ja. Ansonsten wünsche ich euch was. Lasst einen Like da, lasst einen Daumen hoch da, was irgendwie das gleiche ist. Folgt mir auf meinen Kanälen, unter anderem auch Twitch zum Beispiel, wo ich ab und zu mal jetzt live spielen werde. Und ansonsten wünsche ich euch was und bis bald. Ich winke immer dabei. Voll strange.